Die Comedian Harmonists, Gassenhauer oder Ohrwürmer, so nannten unsere Großeltern diese Musik. Heute sind es Klassiker und auch nach fast 100 Jahren unsterblich. Sechs junge Männer, die in den goldenen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ihren Traum von der Künstlerkarriere gegen alle Widrigkeiten verwirklichten. Ihre Geschichte erzählt das gleichnamige Theaterstück mit Musik von Gottfried Greifenhagen und Franz Wittenbrink, das an der Neuen Bühne Senftenberg gerade seine Premiere erlebt. Regie führt Dirk Gierschig. Was hat ihn an diesem Stoff gereizt? An dieser Produktion hat mich gereizt, dass es so unterschiedliche Disziplinen vereint. Zumindest als Regisseur erstmal. Also, dass es in der Komödie beginnt. Comedian Harmonists sind ja Komiker, musikalische Komiker. Und dann aber doch in ihrer Geschichte eine große Tragik vereint und auch ein sehr relevantes Thema für unsere heutige Zeit berührt. Also all das zusammen ist irgendwie eine ganz große Chance und eine ganz tolle Sache, dass man daran arbeiten darf. Und so fing alles an. Mit einer Zeitungsannonce, aufgegeben von Harry Frommermann. Der ist ein leidenschaftlicher Fan der amerikanischen A-Cappella-Gruppe The Revelers und möchte ihnen nacheifern. 70 Kandidaten erscheinen zu einem Casting in seiner Dachwohnung. Am Ende bilden diese sechs jungen Männer die Comedian Harmonists. Neben Frommermann, Robert Biberti, Ari Leschnikow, Erich Collin und Roman Tschichowski sowie der Pianist Erwin Boots. Nach einem etwas holprigen Start kannte die Karriere nur noch eine Richtung. Eingängige Melodien, der Charme der Traumschwiegersöhne und Humor waren das Erfolgsrezept. Den Höhepunkt bildet ein Auftritt in der Berliner Philharmonie 1932 vor fast 3000 begeisterten Zuhörern. Das ist der Ritterschlag. Jetzt gelten die Comedian Harmonists als Künstler und müssen auch keine Vergnügungssteuer mehr zahlen. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. 1933 stehen 150 Konzerte in ihrem Kalender. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ist das Ende der Comedian Harmonists besiegelt. Die Gruppe mit dem nichtdeutschen Namen Comedian Harmonists tritt heute Abend unwiderruflich zum letzten Mal auf, jedenfalls in dieser Besetzung. Sie werden vor die Reichsmusikkammer zitiert und ihnen wird mitgeteilt, dass für ihre drei jüdischen Sänger Frommermann, Tschichowski und Collin in Deutschland kein Platz mehr ist, nicht nur auf der Bühne. Die Comedian Harmonists, ein Schauspiel mit Musik. Also die Affinität zur Musik, die gab es schon immer. Ich bin Kontrabassist, Musiker, schon von klein auf gewesen, da in den Orchestern hier in der Gegend gespielt und auch später in der Band. Und deswegen ist Bühne und Musik für mich immer verbunden. Eine doppelte Herausforderung für die Darsteller und das Regieteam. Jörg Handel, der musikalische Leiter, wirkt selbst in der Rolle des Pianisten Erwin Boots in der Inszenierung mit. Für meine Kollegen ist es wahrscheinlich auch eine Herausforderung, weil sie nicht nur spielen, sondern auch singen. Und nicht nur die Lieder, die Melodien singen sie ja sonst, sondern auch die zweite, dritte, vierte und fünfte Stimme. Und dabei liegt die Latte hoch. Auch heute noch kann man sich die Musik der Comedian Harmonists im Original anhören
und wird daran gemessen. Also die Latte liegt wirklich hoch und das ist auch eine Aufgabe, so qualitätsvoll mehrstimmig zu singen. Wobei ich es ganz ehrlich sagen muss, es ist ja davon die Rede, dass die über ein Jahr geprobt haben. Was die da die ganze Zeit gemacht haben, weiß ich auch nicht. Ich finde, man kann effektiver arbeiten. Also wir haben garantiert nicht den Level oder das Level erreicht, was die haben. Aber ich weiß, dass man auch schneller sowas arbeiten kann. Klingt nach gesundem Selbstbewusstsein. Leon Haller, der Harry Frommermann, den Erfinder der Comedian-Harmonist, spielt, konnte schon in der letzten Spielzeit als Conferencier in Cabaret zeigen, was er drauf hat. Ich bin kein ausgebildeter Sänger. Das ist, das war definitiv eine Herausforderung. Und weil es eine Stimmlage ist, die eigentlich auch nicht meine ist. Also ich bin eigentlich so eine Mischung aus Bariton und Tenor, sagt man immer. Ich kann irgendwie beides, aber nichts komplett richtig so. Also ich, und das, jetzt singe ich ja nun mal den zweiten Tenor und das ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Da war auch viel noch Gesangsunterricht nötig oder auch Stimmbildungsunterricht, sage ich mal. Aber das ist natürlich auch schön, wenn man so ein Stück hat, wo man so stark auch wieder an seinen Fähigkeiten arbeiten kann. Und jetzt nicht nur, ich spiele eine Rolle, wo ich mich aus meiner Komfortzone herausbegeben muss oder so, sondern ich muss wirklich an meinen körperlichen Fähigkeiten arbeiten. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Für das ambitionierte Vorhaben wurden auch Gäste verpflichtet. Andreas Schneider hat bereits am Landestheater Niederbayern den Ari Leschnikow gespielt. Wie war die Zeit in Senftenberg, die Arbeit mit dem Senftenberger Ensemble? Ach, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr gemütliche Stadt, finde ich. Der See ist wunderschön. Bin auch viel spazieren gegangen. Genau. Und das Theater ist, es sind einfach alle nett hier am Haus. Und ich fühle mich gut aufgehoben. Apropos Theater, apropos Ensemble. Sowohl stimmlich als auch vom Spiel, als auch einfach von der Präsenz ist eigentlich jedes Comedian-Harmonists-Ensemble ein eigenes. Und so wird es auch in Senftenberg sein. Das werden sozusagen die Senftenberger Comedian-Harmonists sein. Ein unterhaltsamer, aber auch nachdenklich stimmender Abend in der neuen Bühne. Eine Inszenierung, die über staatliche Willkür, über ideologischen Fanatismus und über Opportunismus erzählt. Über Ehrlichkeit und Verrat, Vertrauen und Egoismus in dunklen Zeiten. Yeah.